grüß Gott, ich will meinen Fun-Lovers von Juli und August machen. Ich weiß, sagen wir lieber nichts mehr dazu. Fangen wir auch lieber gleich mal an. Serien habe ich, ich schaue es noch immer mega gern. Special Victims Unit, also Law and Order Special Victims Unit und das normale Law and Order geschaut. Wie so ein Riesen-Junkie. Dann gab es im Juli ein Criminal Minds Special Marathon, wo lauter Folgen von Criminal Minds waren, die ich schon kannte. Und deswegen habe ich es mir auf Englisch angeschaut. Richtig crazy, ich weiß. Richtig crazy. Ich hatte auch zu der Zeit Urlaub, deswegen hatte ich eindeutig so viel Zeit. Filme. Habe ich jetzt im August nur Dirty Dancing stehen. Den habe ich mir aber nicht ganz angeschaut, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich kenne ihn eh auswendig, aber ich habe mir nur den Schluss angeschaut davon. Ich liebe Dirty Dancing. Ich habe richtig Bock, mir wieder den zweiten Teil anzuschauen. Ich glaube, das werde ich heute machen. Ja, ich glaube, das werde ich heute machen. Im Juli war es Annabelle 3 mit meiner Cousine. Da habe ich auch in dem, ich kann euch das Vlog-Video unten verlinken, leider habe ich da nicht lang gefilmt, weil mein Akku leider leer war. Ich hatte so Schiss. Ich hatte mega mäßig Schiss. Ich schaue mir nämlich nicht Horrorfilme an, wenn, dann nur zu Hause. Oder bei meiner, na alleine sowieso nicht, sondern eher bei meiner Familie, wenn ich welche gucke. Und der hat mir echt den Rest gegeben. Also das war mir eindeutig zu viel. Aber meine Cousine wollte nicht allein gehen und das kann ich auch verstehen. Und sie war auch dann mit mir in Avengers 4 drinnen. Ich glaube, ich sterbe bei dem Film. Ich habe wirklich glaubt, ich gehe drauf. Ich kann gar nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, ob ihr den Film überhaupt schaut oder ob euch das interessiert, aber der Avengers Endgame. Alter. Und ich hoffe, dass der bald rauskommt, dass ich ihn mit meiner Familie nochmal gemeinsam schauen kann. Der hatte wirklich ganz, ganz viele What the fuck-Momente. Ganz, ganz viele. Für mich zumindest. Und ich finde es schade, dass sie das halt so jetzt machen, dass sie komplett die Avengers ändern wollen. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber ich glaube, das ist, weil die Schauspieler nicht mehr wollten. Finde ich auch blöd, aber man kann ja niemanden zwingen, wenn er nicht will. Zu Hause habe ich dann mit meiner Mom, mit meinem Bruder, den Captain Marvel geschaut. Und ich habe eigentlich nur Negatives über den Film gehört, was ich schade finde. Weil ich finde es mal gut, wenn auch Frauen Helden sein dürfen. Wenn das jetzt ein Spoiler-Alarm ist, dann schaltet weg kurz. Aber in Avengers 4 gibt es so einen kleinen Part, wo nur die Frauen kämpfen. Und das finde ich so, ich finde das einfach cool. Ich finde das so unfair von den ganzen Männern und generell von der ganzen Gesellschaft, dass Frauen keine Helden sein dürfen. Und Captain Marvel finde ich mega cool. Mega, mega cool. Ich mag sie voll gern. Und der Film hat mir auch gut gefallen. Mein Bruder war auch zuerst kritisch und hat gesagt, nein, er findet ihn scheiße. Und ich habe gesagt, halt mal die Klappe und guck ihn dir an. Weil dann kannst du ja trotzdem nur sagen, du findest ihn schlecht. Und er war genau derselben Meinung wie ich, dass der Film wirklich gut war. Obwohl einer auch meiner Freunde gesagt hat, er findet ihn nicht, also er hat ihn sich nicht angeschaut, weil er es halt nicht interessant findet. Und das finde ich schade, weil ich finde, die Welt braucht einfach Frauenhelden, oder? Was sagt sie dazu? Also ich finde wirklich, dass das gehört so. Warum sollen immer nur Männer die Helden sein? Ganz ehrlich. Ich wollte jetzt was drauf sagen, aber ich lasse es lieber. Ja, bleiben wir dabei. Frauen sollen auch Helden sein. Dann kommen wir zu Games. Ich habe in letzter Zeit ein richtiges Metal Gear Fever gehabt. Wirklich ein Metal Gear Fever. Mein Bruder war so lieb und hat mir den Metal Gear Survive gekauft. Leider ist er nicht so einfach. Leider, weil bei dem habe ich das Problem, ich muss nämlich eine Gasflasche verwenden, damit ich in so eine Staubwolke rein kann. Weil wenn die Figur, die ich da erstellt habe, diese Maske nicht trägt mit dem Sauerstoff, geht sie drauf. Und das ist mir zweimal passiert, weil mir die Flasche ausgegangen ist und ich habe nicht gewusst, wie ich sie nachfüllen soll. Sehr intelligent, sage ich nur. Es ist wirklich schwer, es ist echt schwer. Aber es ist nicht schlecht. Also der Anfang, der hat mich schon ganz vollkommen mitgerissen. Also ich erstelle extra eine Figur, urlang brauchst und da liegt die in einem Sarg. Ich bin so angefressen gewesen. Wer mir auf Instagram folgt, hat das wahrscheinlich eh gesehen, aber da war ich mega angepisst, aber war eh alles okay, die wird ja eh wieder belebt. Aber echt, echt eine geile Idee. Wirklich eine geile Idee. Und ich muss das mal weiterspielen, aber ich habe so viele Sachen angefangen. Ich spiele in letzter Zeit echt gern PlayStation 2, was man hier auch sieht. Ich habe nämlich den dritten und zweiten Teil von Metal Gear wieder durchgespielt. Jetzt fehlt mir nur noch der vierte, dann hätte ich wieder alle durch, außer den ersten. Ja, bin ein kleiner Junkie. Mini-Mini-Junkie. Und
Metal Gear, wisst ihr, das ist mein absolutes Lieblingsspielthema, beendet. Dann ist mir aufgefallen, dass ich ein Kampfspiel zu Hause habe, was ich noch nie durchgespielt habe und da gerade die CD drinnen lose rumliegt. Es geht um das Spiel King of Fighters. So sieht das aus. Ich spiele voll gern mit der Blonden da. voll gern. Das ist auch die einzige, die ich ein bisschen im Griff habe, was das Zocken betrifft. Die anderen, da tue ich mir extrem schwer. Besonders mit dem da. Mit dem habe ich mir extrem schwer dran. Der ist leicht zum Steuern, aber der ist mega scheiße zum Steuern. Ja. Ich finde das nicht schlecht, aber es ist auch sehr, sehr schwer. Von der Steuerung her finde ich es mega schwer irgendwie. Aber ja, da will ich ein bisschen weiter zocken, weil da kann man mit jeder Figur den Story-Modus spielen. Und irgendwie bleibe ich immer am Schluss bei diesem behinderten Arsch hängen, der voll schwer ist. Ja. Letztens habe ich das nämlich mit meinem Bruder gespielt und wir haben sich so totgelacht. Wir haben sich wirklich sowas von totgelacht. Weil jedes Mal, der war so stark, der Endboss, das ist nicht mehr normal. Ja, dann YouTube und Musik. Ich habe sehr, sehr oft Little Mix gehört und Girlishes. Viele werden, glaube ich, die Girlishes nicht kennen. Das ist eher so eine amerikanische Band gewesen. Die waren in Deutschland, Österreich gar nicht bekannt, glaube ich. Dann mein absolutes Lieblingslied ist von Metal Gear Solid, wenn ihr jetzt 100, Heaven's Divide. Nach dem Song bin ich süchtig. Ich höre das jeden Tag. Jeden Tag. Und wenn ich es nur einmal mir anhöre, jeden Tag höre ich es mir an. Was ich noch oft höre, ist Monster X, glaube ich, heißt die Band so? Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die so heißt. Auf jeden Fall hat mir das Video die Vivi geschickt. Fand ich richtig cool, dass sie mir das geschickt hat, weil die singen da, das ist eine koreanische Band und die singen da aber Englisch. Und das mag ich echt gern. Das Lied mag ich wirklich gern. Ich gucke jetzt nur nach, ob ich jetzt eh keinen Blödsinn laber. Monster X heißen sie, ja. Ich glaube, es heißt Monster X. Who Do You Love heißt das Lied. Und ich finde das mega. Mega, das Lied. Also, das, ich war gleich besessen davon. Wie die Vivi mir das geschickt hat, war es dann vorbei. Und ich war nur noch besessen von dem Lied. Bücher. Ich habe das jetzt leider nicht da. Ich habe Zur Hölle mit Enra fertig gelesen. Ich fand den Manga echt gut. Das war wirklich ein guter Manga. Ich muss mal wieder weiterlesen. Ich bin in letzter Zeit zu lesefaul wieder. Das nervt mich richtig. Aber ich bin in letzter Zeit echt lesefaul geworden schon wieder. Was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich habe jetzt so viele Mangas, die ich lesen könnte. Und Gott sei Dank ist bald die Comic-Messe und ich hoffe, dass sie da Mangas verkaufen. Weil ich brauche meine Helsing-Mangas, die ich sonst nirgendwo kriege. Und ich hoffe, dass sich das bald ändert. Weil ich brauche die Mangas dringend. Beauty! Gucken wir mal. Ich hab leider nur drei Sachen, die ich euch zeigen kann. Make-up-mäßig habe ich einmal die Probe. Ich weiß, es ist eine Probe. Eigentlich zeigt man das eigentlich nicht her. Aber das ist von Chanel, die CC Cream in 20 Beige. Man sieht einen Scheiß. So, jetzt. Ich hoffe, ich wackel nicht so viel. Sorry for that. Ja, ich mag die echt gerne. Oh, jetzt ist dunkel. Jetzt ist es wieder hell. Ja, ich finde die wirklich super. Ich werde die mir wahrscheinlich auch in groß nachkaufen. Ich habe jetzt ein paar Make-ups nämlich aussortiert. Und ich habe noch ein paar andere Proben. So sieht die Tube aus. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Die ist so weiß, man sieht überhaupt nichts. Ich habe nämlich mit meiner Arbeitskollegin, Anführungsstrichen, vorhin geredet, die mit mir auch in der Parfümerie arbeitet, die Manu. Und ich habe ihr von der CC Cream erzählt, weil sie eben von L'Oreal die kaufen wollte. Und ich habe gesagt, du... Ich weiß nicht, wie die ist, weil sie mich gefragt hat, wie ich sie finde. Und ich habe gesagt, du, ich habe sie ehrlich gesagt noch gar nicht probiert. Und ich würde sie auch gar nicht probieren, weil L'Oreal-Fan bin ich ja nicht so ein richtiger. Und ja, und habe ihr von der Sisi erzählt. Und ich habe gesagt, na, die wird Chanel wird ja regelrecht teuer sein. Ich habe jetzt auch schon nachgeschaut, wie viel sie kostet und mich hat der Schlag getroffen. Aber ich finde die wirklich gut. Und wenn ich mit was zufrieden bin und wenn es teuer ist, warum soll ich es mir dann nicht nachkaufen? Ich habe sie jetzt leider nicht um. Ich habe das Lancôme-Make-up oben, aber... Ich finde, die ist wirklich gut. Und ich würde sie mir dann eher vielleicht im Sommer jetzt dann nachkaufen. Also nächstes Jahr dann eher jetzt sowieso nicht. Aber ich finde die echt gut. Was ich noch mega gut finde, die ich ja nur noch verwendet habe in letzter Zeit und die ich endlich wieder in die Schachtel geben muss, weil sie voll staubig ist, ist meine Alien-Palette. Ich habe jetzt zum Beispiel heute die schon wieder drauf. Und zwar... habe ich einmal den lilanen Lidschatten auf dem beweglichen Lid, was man überhaupt nicht sieht, immer durch die Kamera schaut rosa aus, aber es ist der lilane, versprochen. Dann habe ich den so richtig bis in die Mitte rein verblendet. Das ist der Pluto,
Der lila ist der Era 51. Der da. Dann, jetzt habe ich einen Lidschatten reintatscht, habe ich den schwarzen in der Lidfalte. Das ist der Black Hole. Den habe ich in der Lidfalte und verblenden durch das Ganze mit den Titanen und den Lidschatten. Wortkurze. Den Lidschatten liebe ich. Pluto, Titan, das sind meine zwei absoluten Lieblingslidschatten aus der Palette. Ja, ich mag die. Ich mag die extrem. Ich kann damit mit jedem Farbton was anfangen und genau das finde ich gut. Deswegen habe ich mir auch krampfhaft überlegt, ob ich nicht nochmal Lidschatten aussortieren soll. Ich meine, ich bin brav und versuche jetzt sogar welche aufzubrauchen. Ich habe jetzt aktuell die Miss Lean. Könnte ich eigentlich auch in die Favoriten herzeigen, weil ich finde die Lidschattenpalette wirklich nicht schlecht. Also zeige ich sie euch auch in die Favoriten her, ist ja wurscht. Wie zeige ich das am besten? So sieht die aus. Ich habe ja einen schon aufgebraucht, das war glaube ich der da. Ja, der glaube ich war das. Und da ist schon ein Hit the Pan drinnen, also die benutze ich hauptsächlich, wenn ich arbeiten gehe. Wenn ich arbeiten gehe, benutze ich nur die Miss Lean Palette, weil da halt jetzt nur noch 2, 4, 6 Farben drin sind, die ich aufbrauchen müsste. Und da ist schon eine riesen Kuhle drin da unten. Ich hoffe, man sieht. Jetzt seht ihr das? Da unten ist eine riesen Kuhle in dem Lidschatten und da habe ich einen riesen Hit the Pan. Ich tue die zwei jetzt sogar mischen. Das macht so ein richtig schönes, großes, offenes Auge, finde ich, wenn man die auf dem beweglichen Lid hat, die zwei. Aber hin und wieder mische ich auch den dunklen dazu oder den da. Also ich versuche es so ein bisschen smoky dann auch zu machen, weil, ja. Und den schwarzen benutze ich dann halt in der Lidfalte. Ich mische das so ein bisschen, je nach Lust und Laune, was ich gerade drauf geben will, das mache ich gerade drauf. So. Und ich glaube, es wird gleich ordentlich krachen, habe ich das Gefühl. Ja, also die Miss Lean können eigentlich auch zu meinen Favoriten, sage ich jetzt mal. Was noch zu meinen Favoriten gehört, ist dieses Peeling hier. Das ist von Terra Naturi das Café Kokos Body Scrub, was leider Limited Edition ist, das ist ein Muckerl. Aber ich liebe es. Das Blöde ist mir, was heute in die... Ich war vorher baden. Boah, ich liebe dieses Peeling. Und habe das Peeling benutzt und mir ist sehr viel in die Badewanne gekippt, wie man sieht. Das war fast noch voll und mir ist sehr viel in die Badewanne leider gekippt. Ich liebe aber dieses Peeling. Ich werde es mir auf jeden Fall nachkaufen. Es ist halt nur relativ teuer. Aber ich werde es mir auf jeden Fall nachkaufen. Und ich habe auch vergessen, euch zu zeigen in meinem Haul-Video, dass ich den Badezusatz mir auch gekauft habe, weil der nur noch um 1,50 reduziert ist. Aber das ist nur Kokos und nicht Kaffee-Kokos von dem Badezusatz. Aber ich liebe das. Ich liebe dieses Peeling. Und ich finde das so bescheiden, dass das Limited Edition ist. So bescheiden, weil das ist echt gut. Also das macht die Haut richtig weich. Ich habe mich nicht eingecremt, aber die Haut ist so mega weich. Ich liebe das Peeling. Ich muss es noch bunkern, bevor es aus dem Sortiment geht. Traurig, aber wahr. Fashion habe ich nicht stehen. Ich war eigentlich sehr, sehr langweilig in letzter Zeit. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, was ich wirklich so angehabt habe in letzter Zeit. Eigentlich immer wieder dasselbe. Essen. Pizza und Grill, die Mozzarella-Pizza. Ja. Pizza. Was muss man dazu mehr sagen? Was ich aber noch... Ich habe noch eine Pizza gegessen, da war ich sogar mit Michi unterwegs. Die war so lecker. Er hat sich die ausgesucht, weil ich gesagt habe, okay, mir ist egal, welche such du aus. Er hat sie mir dann nur vorgelesen. Da war... Ich versuche euch das Foto da einzublenden, da war auch Speck und so drauf. Die war so gut. Der Michi und ich waren sowas von begeistert. Da war auch Knoblauch drauf. Boah, die war so geil. Die war wirklich geil. Und die hätte ich gern wieder. Ich weiß noch nicht, was er heute macht. Sonst würde ich ihn fragen, ob er dort essen geht. Aber die war wirklich geil. Trinken. War ich im Juli sehr, sehr oft beim Starbucks. Meiner Meinung nach ein bisschen zu oft. Was sich jetzt wieder Gott sei Dank ein bisschen gelegt hat. Im August habe ich eine riesengroße Phase mit dem Mezzo-Mix gehabt. Kennt ihr das Getränk, was Cola-Orange ist? Kennt ihr das? Das ist so geil. Ich liebe das. Also bin richtig süchtig danach. Richtig, richtig süchtig danach. Dann bei Sonstiges habe ich stehen zweimal im Kino mit Min. Da war ich ja mit ihr zuerst in Annabelle schauen und danach war sie mit mir noch im Avengers. Und es hat so der Arsch weh dann beim Avengers, weil der ist so lange gegangen, der Film. Ich fand ihn urgeil, aber er war wirklich, wirklich lange. Wirklich, wirklich lang. Dann im August, ich war in einer anderen Filiale einschulen und das hat wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht. Das ist keine Lüge, sondern ich meine das wirklich ernst. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, welche Filiale das war. Ich glaube, ich spare es mir lieber. Nein, ich sag's lieber nicht. Aber ich
war wirklich begeistert davon. Die letzten 3 Tage waren ein bisschen für mich ein bisschen anstrengend, weil mir sind so dumme Sachen dort passiert. Mich hat einer anbaggert, ein Kunde, also sowas ist mir noch nie passiert bei mir in der Filiale, und der hat dann mir seine Nummer auf einen Duftstreifen raufgeschrieben. Zuerst haben wir die ganze Zeit normal geredet, dann hat er die Sonnenbrille runtergenommen und hat gesagt, ich habe gar nicht gewusst, wie hübsch du eigentlich bist, und ich habe ihn gleich verarschen und gesagt, nett, dass dir das erst auffällt, wenn du die Sonnenbrille runternimmst. Das ging die ganze Zeit so hin und her, aber er wäre nicht mein Typ gewesen, ja, überhaupt nicht. Außerdem mache ich das nicht in der Arbeit mit... Nee, auch wenn es ein Kunde ist, nee. Auf gar keinen Fall, und er war auch überhaupt nicht mein Fall. Wir haben halt dann die ganze Zeit geredet und er hat urlaut dauernd über meine Witze gelacht. Ich bin witzig, aber so übertrieben lachen muss man nicht. Ich bin so deppert mit. Nein, mein Kaffee ist leer. Ich glaube, die Zeit dort, wo ich einschub, hat mir überhaupt nicht gut dann. Es ist auf jeden Fall dann so weit gegangen, dass in der Filiale, wo ich war, stand daneben so ein Dolce & Gabbana Aufsteller und er hat genau die Nummer dorthin geworfen, hat mal gewunken und ist gegangen. Und die anderen Kolleginnen, weil ich habe ihnen das erzählt, dass der mir die Nummer geben will, die eine Junge hat so angefangen zu lachen, wie sie gesehen hat, dass er die Nummer dorthin geworfen hat und hat es mir dann in die Hand drückt. Und ich habe so rumgewedelt mit dem Duftstreifen und gesagt, was soll ich denn jetzt damit? Und die eine Kollegin, wie sie den Anruf, hat gesagt, nein, und habe ihn dann zerfetzt und in den Mistkübel gehauen. Das ist mir noch nie passiert. Und eine ist 11 Jahre schon in der Filiale und sie hat gesagt, in den ganzen 11 Jahren ist ihr das noch nie passiert und sie hat irgendwie Panik, was das jetzt heißt für sie. Aber ich finde das besser, wenn das einem nicht passiert, als wenn das... Mir war das voll unangenehm. Also eine andere Kollegin hat gesagt, ihr ist das auch schon öfter passiert, dass sie zum Essen eingeladen worden ist oder so, aber... Einer hat mich auch, der war 2-mal hintereinander sogar da, der hat mich angekimmelt, der war auch süß. Der war wirklich süß, aber der hat mir leider nicht seine Nummer zugesteckt. Also so viel Glück habe ich dann auch wieder nicht. Aber mal, ja, was soll ich sagen, ich bin echt schockiert gewesen. Also da wollte ich dann schon wieder zurück in meine Filiale, weil da gibt es sowas nicht, dass du von Kunden anbaggert wirst. Und die haben mir aber erklärt, wenn du bei den Herrendüften stehst, ist es vollkommen normal. Weil die lassen dich dann riechen an der Haut und das hat der ja auch bei mir gemacht und... Ein anderer hat dann auch sich von mir einsprühen lassen mit dem Sauvage-Duft und dann hat er auch mich so angegriffen auf der Schulter und hat gesagt, vielen Dank für die Beratung, ist gegangen. Ich wollte schon mit dem Dolce & Gabbana mich bewaffnen und jeden ansprühen, der mich irgendwie anfassen will dort. Also das war wirklich keine schöne Erfahrung. Aber der Rest, die Einschulung und das Ganze, die war... Mega, sorry, jetzt bin ich gerade abgelenkt. Die war mega. Und ich bin wirklich, wirklich motiviert, weil ich hatte so ein kleines Tief in letzter Zeit, weil ich habe euch ja erzählt, dass ich jetzt Abteilungsleitung auf Probe bin. Und irgendwie hatte ich so ein kleines Tief, weil alles, was ich angefasst habe, hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Und das war so mühsam und so anstrengend und so frustrierend. Aber seit ich in der anderen Filiale war und wo sie mir gezeigt haben, dass es anders gehen muss, hat mir das ein bisschen mehr Mut gemacht. Und ich habe... Meine Filialleitung hat mir auch nämlich schon gesagt, dass ich jetzt ein ganz anderes Auftreten habe, als bevor ich in der anderen Filiale war. Und das hat mir noch mehr, mich noch ein bisschen mehr pusht, weil ich habe mich wirklich, was das betrifft, verändert. Ich habe mir die ganze Zeit, egal wer einen Fehler gemacht hat, habe ich mir so zu Herzen genommen und mich so drüber geärgert. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ich versuche es zumindest. Also bis jetzt klappt es gut. Meine Mama, die meint, sie glaubt nicht, dass ich das lange durchhalte, aber... Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ja, ich gebe mir Mühe. Also ich habe am Montag, nein, nicht Montag, ich war ja letzte Woche, also die Woche, was jetzt gerade war, heute haben wir den 2., war ich 3 Tage in der Filiale, die Woche davor war ich die ganze Woche. Und in der Zeit, ich habe auch dort ein paar Fehler gesehen und habe mir gedacht, okay, es ist natürlich, Fehler sind sowieso natürlich, versteht es mich jetzt nicht falsch. Jeder macht Fehler, sogar ich mache noch immer Fehler. Deswegen habe ich auch nie wirklich jemanden, aber wenn man dann dauernd hört, na ich war's nicht, sondern der andere war's, oder ich war's nicht, der andere war's, dann kriegt man Aggressionen. Dann kriegt man mehr als nur Aggressionen und auf das kann ich verzichten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse das alles abprallen. Mehr als nur abprallen und mache das halt auf die Art, so wie ich es machen will. Ja, ich hoffe, das war jetzt verständlich, ich verstehe mich nicht mal selber, aber... Ich bin viel mehr motiviert und deswegen versuche ich auch so ein bisschen im privaten Raum, ich habe mich auch mit der Dania auch getroffen die Woche und jetzt kommt wieder so eine Phase, wo ich mich so verkriechen will und ich will das aber gar nicht. Ich will wirklich versuchen, mich ein bisschen zusammenzureißen
Weil eigentlich habe ich es mir ja positiv verändert und nicht negativ verändert, sage ich jetzt mal. Außer ein paar andere Sachen, die mich ein bisschen anzipfen, aber mein Gott, es wird nicht aufhören, glaube ich. Es wird immer wieder was geben, worüber ich mich aufregen muss. Oder Menschen immer wieder geben, die einen enttäuschen. Das ist nun mal so, da kann man nichts dagegen machen. Es war jetzt in letzter Zeit auch wieder öfter. Bisschen zu oft, aber was soll man machen? Ich habe auch das Gefühl, ich lasse das immer zu nah an mich ran. Deswegen habe ich mich auch, was das betrifft, auch ein bisschen verändert. Ein bisschen. Es funktioniert noch nicht ganz, weil ich habe... Wie soll ich das sagen? Es funktioniert halt nicht so ganz, weil wenn man jemanden mag und der lässt dann einen kalt, ist es nicht so einfach. Aber wenn man weiß, die Person ist sowieso ein Arschloch und gibt sich nicht Mühe, so wie familiär zum Beispiel, lass es einfach. Und da habe ich vor kurzem auch meinen Frust rauslassen. Hat gut getan. Ich weiß nicht, ob es was bringen wird, ich glaube nicht, aber es hat gut getan. Und ich glaube, sowas braucht man hin und wieder. Und auch jetzt so in diesen nicht familiären Problemen, sondern auch in dem... Wie soll ich das sagen? Ich hoffe, ihr versteht überhaupt, was ich meine. Auch nicht arbeitsmäßig, sondern wirklich in die privaten Sachen versuche ich auch, mich so ein bisschen abzukapseln. Wirklich abzukapseln, sondern alles nicht mehr so nah. Ich bin halt leider ein Gefühlsmensch. Man kann sich da das sagen. Mich kränkt immer sehr schnell urviel und... Ja, ich lasse das immer zu nah an mich ran und das will ich ändern. Weil wenn jemand schlecht von mir redet oder wenn jemand mit dem nicht klarkommt, was ich mache, dann soll er. Es ist nicht mein Problem, würde ich jetzt mal sagen. Weil das war jetzt in letzter Zeit auch sehr, sehr oft der Fall, dass das viel nicht passt hat, so wie ich das mache. Und es ist halt meine Entscheidung. Wenn ich das so entscheide, dass ich jetzt glücklich bin, in Anführungsstrichen, dann geht das doch niemandem was an. Und das ist das, was mich stört, dass sich jeder immer einmischt. Merkt euch das. Ich hoffe, ihr versteht überhaupt, was ich damit sagen will, weil ich kann halt nicht so nah drauf eingehen, weil ich das auch nicht will, ehrlich gesagt, aber ja. Ja. Es wird doch nicht verboten sein, dass ich lockerer mit Dingen umgehe. Ich rede doch uroft mit meinem besten Freund, mit dem Michi, den kennst du, glaube ich, auch von alten Videos noch. Mit dem habe ich in letzter Zeit sehr, sehr offen drüber geredet und der hat auch zu mir gesagt, ich soll das ein bisschen lockerer sehen und mich nicht so... Mir hat er gesagt, nicht ablenken. Er hat halt gesagt, ich soll mich nicht so reinsteigern. Genau, nicht so reinsteigern, hat er gesagt. Und er hat recht. Das muss man mal wirklich bedenken. Er hat wirklich recht. Und bevor ich euch da jetzt zu Tode langweile, weil ihr sicher nicht wisst, um was es da geht, vielleicht mache ich irgendwann mal ein genaueres Video. Aber ich glaube nicht so in naher Zukunft, weil ich auch nicht so wirklich mehr auf das ganze Thema mit Ex und so eingehen will. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe es wirklich. Aber in letzter Zeit mischen sich so viele, sogar Fremde ein. Ich habe so viele blockieren müssen. Das ist wirklich nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Also ich habe wirklich viele, für meine Verhältnisse, viele blockieren müssen. Oder sie versucht zu ignorieren, weil sich so viele einmischen. Und was ich halt dann auch nicht fair finde, ist, dass die Fehler bei mir suchen. Weil es können immer zwei dazu. Nur so nebenbei. Und deswegen, das hat mich wirklich gewurmt. Jetzt rede ich doch drüber, wo ich gar nicht drüber reden wollte. Aber es regt mich extrem auf, dass sie... Schau, jetzt passe ich wieder Nägel. Dass die meisten die Fehler nur bei mir suchen. Das war jetzt zweimal der Fall. Zweimal. Ja. Und das nervt mich. Das nervt mich extrem. Weil nicht nur ich bin schuld. Und das... will ich halt mal klarstellen. Ich weiß, es kommt halt auch komisch rüber, wenn man mir zum Beispiel auf Instagram folgt und sieht, wie ich jetzt mein Leben lebe. Viele denken vielleicht, das finden sie unfair oder so, aber das ist ja auch meine Entscheidung. Ja, ich höre jetzt lieber auf. Vielleicht mache ich irgendwann einmal noch ein Video drüber. Mal schauen. Ich hoffe, ihr habt überhaupt verstanden, um was mir geht. Wenn nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Aber mir geht es halt ums Prinzip, dass es unfair ist, wie viel... Und... Also es ist unfair, wie viele über mich lästern und so, und ich finde es irgendwie von mir blöd, dass ich so drauf eingehe. Weil es, wie gesagt, es ist egal, was andere von mir denken. Wenn ich so, umso ich mehr zufrieden bin damit, deswegen können die alle meinen eitrigen Po küssen. So sieht's aus. Okay, jetzt habe ich aber wirklich auch zum Reden. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt komplett vom Thema abgeschweift bin, aber ja, es ärgert einen. Das ganze Leben ärgert einen irgendwie. Und es passieren nicht nur positive Sachen und... Ich hoffe, ihr wisst das. Ich bin jetzt nicht so der klassische
YouTuber, die was halt nur die schönen Seiten zeigt. Es gibt halt auch nur Scheißsachen in letzter Zeit. Es ist nun mal so. Und viele sagen dann immer drauf, na, das ist jetzt nur eine Phase und das vergeht wieder. Mhm. Die Zeit, wo es vergeht, würde ich gern jetzt schon haben, danke. Aber ja, vielleicht mache ich mal dazu wirklich ein Video, weil ich glaube, ich schweife vollkommen ab. Ich hoffe, es hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!